Der Papst mit Kopfhörern und in cooler Pose in wolkenweißer Daunenjacke. Auch das sind Früchte künstlicher Intelligenz. Heißt, Bilder geschaffen von einem Computerprogramm, das menschliches Denken, Lernen und eben Kreativität imitiert. Einen enormen Schub hat die sogenannte KI erfahren durch das Programm ChatGPT, einem Computerprogramm, mit dem man per Texteingabe kommuniziert, beinahe wie mit einem menschlichen Gegenüber. Auch einige Menschen in Weimar sind schon mit künstlicher Intelligenz in Kontakt gekommen. Ich habe es schon benutzt, um Fotos zum Beispiel zu verändern über eine AI. Können ja auch künstlich generiert normale Bilder zu zum Beispiel animierten Bildern machen. Ich bin für Medizinelektronik zuständig und da tun wir es einfach für Bildauswertung einfach schon KI-Algorithmen oder Machine Learning eher verwenden. Ich habe gerade selber meine Ausbildung abgeschlossen. Ich habe das alles noch händisch gemacht. Ich bekomme schon mit, dass die nächste Generation jetzt so manche Hausaufgabe dann auch einfach von ChatGPT erledigen lässt. KI als Unterstützung fürs Schreiben schwieriger Texte oder als Türöffner für massenhafte Fälschungen. Ein Thema, das auch die MDR-Fraggemeinschaft beschäftigt. Von rund 21.000 Befragten sorgen sich 70% vor den Risiken der künstlichen Intelligenz. Gut ein Viertel der Teilnehmer sieht deren Nutzen im Vordergrund. Man muss Angst davor haben, weil man weiß nie, was die Menschen sind. Die Menschen sind unberechenbar, man verwendet immer alles für Krieg. Ich denke, es hat Vor- und Nachteile. Es werden ja zum Beispiel auch über verschiedene ChatGPTs auch Bücher erstellt, zum Beispiel Kinderbücher. Und ich finde, es nimmt so ein bisschen den realen Autoren die Arbeit weg. Ich benutze für die Arbeit Sozialarbeiter. Ich erstelle einen Quiz für die Kids. Bei Schülern ist es, denke ich schon, es schränkt ein. Weil die, wenn sie zu früh beginnen, mit KI-Sachen zu arbeiten, verkümmert halt langsam ihr Gehirn, aus meiner Sicht. Schon jetzt lassen sich im Internet Wahrheit und Falschinformation oft nur schwer unterscheiden. Auch diese Bilder von Donald Trump hat eine KI gefertigt, droht nun eine regelrechte Fälschungsflut. In der MDR-Frag-Community sorgt sich ein großer Teil, dass KI für Missbrauch und Fälschungen bei Texten und Bildern genutzt werden könnte. Experten aus Technik und Forschung hatten zuletzt eine Entwicklungspause für KI gefordert, bis Sicherheitsstandards geschaffen worden sind, die mögliche Schäden einschränken sollen. Fast drei Viertel der MDR-Frag-Teilnehmer teilen diese Meinung. Stellen wir uns selber Regeln auf, gibt es in Nordkorea, China oder so, dann vielleicht irgendwo jemand, der sagt, das ist mir egal, ich mache da trotzdem weiter. Man braucht halt nicht für alles ein Gesetz und Richtlinien. Da muss man einen Ethikrat erstellen, am besten aus allen Bevölkerungsschichten. Ein Thema, das auf absehbare Zeit die klügsten Köpfe des Landes beschäftigen dürfte.